Wir möchten jetzt uns Zeit nehmen, indem wir Gottes Wort für diese schöne, für diese Gelegenheit anschauen heute Nachmittag. Ich weiß, es ist sehr warm, aber doch möchten wir wirklich uns auf Gottes Wort konzentrieren und auf das, was Gott zu uns sagen möchte. So wie viele, die heute Nachmittag hier sind, ich war selber auch bei vielen Taufgottesdiensten dabei. In verschiedenen Gemeinden, sogar verschiedene Länder. Taufgottesdienste, die in einer Gemeinde gehalten worden sind. Oder Taufgottesdienste, die draußen gemacht wurden, an einem Fluss. Und jeder Taufgottesdienst ist schön und speziell in einer Art und Weise. Jeder Taufgottesdienst ist natürlich unterschiedlich voneinander, weil es taufen sich immer wieder neue Leute. Und das, was geschieht in einem Taufgottesdienst, ist neu und anders im Vergleich zu anderen Taufgottesdiensten. Aber trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Taufgottesdiensten. Möchte ich zwei erwähnen. Zum Beispiel, bei jedem Taufgottesdienst sind und waren die Täuflinge in Weiß angezogen. Ich kann mir keinen Taufgottesdienst erinnern, wo die Täuflinge nicht in Weiß angekleidet waren. Und natürlich, das beinhaltet auch eine Botschaft an sich. Und dann, bei jedem Taufgottesdienst werden Bilder gemacht. Die Familien von den Täuflingen machen Bilder, der Gemeindefotograf macht Bilder. Es werden viele Bilder gemacht und ich erwähne das, weil heute Nachmittag möchten wir drei Bilder von Jesu Taufe anschauen. Vor 2000 Jahren Gottes Sohn Jesus Christus ist auf dieser Welt gekommen, auf dieser Erde gekommen. Und interessanterweise für diejenigen, die vielleicht nicht gewusst haben, Jesus Christus wurde getauft. Jesus Christus ging zu einem Mann Gottes, genannt Johannes, wir kennen ihn als Johannes der Täufer, und er ging hinaus, er ging irgendwo draußen zu diesem Mann Gottes, um getauft zu werden. Nun, in der damaligen Zeit, es gab natürlich keine Möglichkeiten, keine Geräte, keine Fotogeräte, die wir heute haben, um Bilder zu machen. Aber doch an dem Tag, als Jesus getauft wurde, es wurden Bilder gemacht in der Form von Berichten, die für uns gelassen worden sind in die Evangelien, in Gottes Wort. Und heute Nachmittag, bevor wir hier diese Taufe erleben werden, bevor wir hier Bilder machen werden mit den Täuflingen und natürlich auch danach, möchten wir drei Bilder anschauen von Jesu Taufe oder über Jesu Taufe. Und diese drei Bilder sind wichtig, nicht nur für die Täuflinge, die hier sind heute Nachmittag, nicht nur für die, die sich schon taufen lassen haben, sondern für jede einzelne von uns. Diese drei Bilder über Jesu Taufe. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte das Wort lesen in Matthäus Evangelium in Kapitel 3. Ich werde erstmal zwei Bibelverse lesen. Es geht hier um die Taufe, die Johannes getan hat. Und dann lesen wir diesen Bericht über die Taufe von Jesus. Über die Art und Weise, wie Jesus getauft worden ist. Über die Art und Weise und das, was passiert ist an dem Tag, in dem Moment, als Jesus sich taufen ließ. Erstmal Matthäus Kapitel 3, Vers 5 und 6. Es geht hier um Johannes und die Bibel sagt uns hier, da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordans. Und sie wurden von ihm, von Johannes, im Jordan getauft, als sie ihre Sünden bekannten. Scharen von Menschen. Die sind beeindruckt, die hören diese Botschaft. Da ist ein Mann wie die Propheten von früher. Seit den Zeiten von Maleachi, der letzte Prophet im Alten Testament, gab so etwas nicht. Und die Menschen haben gehört. Und die Menschen haben geredet. Und die Menschen haben gesagt, da draußen, da ist ein Mann. Da draußen, da ist jemand, der predigt. Und wenn er predigt, es geschieht etwas. Und die Leute wurden neugierig und die gingen dahin. Und sie haben diese Botschaft gehört. Und viele ließen sich taufen. Und da kommen wir in Vers 13.
Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Und Johannes macht etwas, was alle, die heute oder die im ganzen Lauf der Geschichte mal getauft haben, die hätten das bestimmt auch gemacht. Johannes aber wehrte ihm und sprach, weil Johannes weiß, wer Jesus ist: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Als Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, der Himmel wurde ihm aufgetan. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihm kommen. Und siehe, eine Stimme ergeht aus dem Himmel, die spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Amen. Dieser Text ist so wichtig und so schön, weil dieser Text zeigt uns auch die Realität von der heiligen Dreieinigkeit Gottes. Es gab immer wieder Menschen, es gab immer wieder Personen, die gefragt haben: Wo steht es? Wo sieht man in der Bibel diese Lehre, diese Realität von der heilige Dreieinigkeit Gottes? Und wenn wir diesen Text anschauen, wir sehen hier, der Sohn ist im Wasser, der Heilige Geist kommt über ihm und der Vater spricht vom Himmel. Aber es sind hier drei Bilder, die gemacht worden sind bei Jesu Taufe, durch diesen Bericht in das Evangelium. Bild Nummer eins: Es ist ein Bild vor die Taufe. Es ist ein Bild vor die Taufe. Und hier lesen wir ganz klar, ganz einfach: Vor die Taufe, dann kommt Jesus aus Galiläa zu Johannes. Und wir sehen hier in diesem Bild folgende Realität, Geschwister: Jesus kommt freiwillig. Jesus kommt auf seine eigene Entscheidung. Er wurde nicht gezwungen, es wurde ihm nicht gesagt, du sollst es machen, sondern Jesus auf einen bestimmten Punkt in sein Leben, er kommt freiwillig, nicht gezwungen, auf seine eigene Entscheidung, um sich von Johannes taufen zu lassen. Es ist ein Bild vor die Taufe. Und es ist wichtig bei jeder Person, bei jedem Mensch, der diesen Wunsch äußert, der sich taufen lässt, es ist wichtig, dass jede Person, dass jeder Mensch kommt freiwillig und aus seiner eigenen Entscheidung und sagt: Herr Pastor oder Bruder oder ihr Brüder, es ist etwas geschehen in meinem Leben und ich möchte mich taufen lassen. Ich glaube von ganzem Herzen, von den Täuflingen, die heute hier sind, dass jeder von seiner eigenen Entscheidung und freiwillig, nicht gezwungen, gekommen ist und gesagt hat: In meinem Leben geschah etwas und ich bin entschieden, ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen und ich möchte mich taufen lassen. Und das sehen wir immer wieder und immer wieder im Gottes Wort. Vor die Taufe, dieser Bild vor die Taufe, muss etwas geschehen, was ein Mensch dazu bringt, dieser Schritt, die Taufe zu tun. Und das, was es geschehen muss, ist eine Begegnung mit Gott. Das, was geschehen muss, ist die persönliche Bekehrung. Deswegen, mit allem Respekt, lass mich schön erwähnen heute Nachmittag, deswegen, wir taufen keine Babys, weil die Babys, die können noch die Bekehrung nicht erleben, die können sich nicht entscheiden. Die Babys können nicht zu uns kommen, freiwillig aus ihrer eigenen Entscheidung uns zu sagen: Pastor Christian, ich würde gerne mich taufen lassen. Das haben wir noch nie erlebt, dass ein Baby so früh redet, sondern das, was sie machen können: Die können gut schlafen, die können gut nach Nahrung verlangen und dann mit der Zeit wachsen. Wir bringen die Babys zur Kindersegnung in die Hoffnung, mit diesem Gebet, dass eines Tages, wenn sie erwachsen sind, dass eines Tages Gott zu ihnen redet und dass sie diese Entscheidung persönlich treffen für ihr Leben. Wir sehen das Gleiche immer wieder in Gottes Wort, zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 2, da wird die allererste Predigt gehalten in die Kirchengeschichte.
Petrus steht auf am Tag vom Pfingsten und predigt das Wort. Und die Bibel sagt uns, schau mal, was passiert. Ich habe das Gefühl, er war nicht mal zu Ende irgendwie. Ich habe das Gefühl, seine Predigt wurde unterbrochen, weil die Menschen, die waren so angesprochen von dieses Wort. Und wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2 im Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Was für ein Wort. Die wurden nicht unterhalten von seiner Predigt. Die haben nicht gesagt, das war eine nette Predigt, nette Rede, bis nächstes Mal. Was für ein kräftiges Wort Gottes. Halleluja. Sie wurden durchdrungen in ihrer Herz. Und schau mal, was passiert. Die kommen. Die kommen freiwillig. Die kommen aus ihrer eigenen Entscheidung. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus spricht zu ihnen, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Im gleichen Buch, in Apostelgeschichte, in Kapitel 8, dieses Mal finden wir nicht eine große Menge von Tausenden von Menschen, sondern wir finden in Kapitel 8 eine Begegnung, ein Gespräch zwischen zwei Männern. Einer davon ist der Finanzminister von Äthiopien. Er hat Geld gehabt, er hat eine Stellung gehabt in der Gesellschaft, aber er war nicht gerettet. Und der zweite Mann, er ist ein Diakon, ein Evangelist, sein Name ist Philippus. Und die haben dieses Gespräch über Jesus, die haben dieses Gespräch über die Errettung. Und die Bibel sagt uns, auf einmal, aus seiner eigenen Initiative, freiwillig, nicht gezwungen, der Kämmerer aus Äthiopien, weil sie fahren an einem Wasser vorbei. Und im Vers 36 in Apostelgeschichte 8, der Kämmerer aus Äthiopien sagt, siehe, da ist Wasser. Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Aus seiner eigenen Initiative. Das ist auch ein Bild vor die Taufe. Jemand wird angesprochen. Jemand trifft diese Entscheidung und sagt, ich möchte getauft werden, weil ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und ich habe mich entschieden, für ganzes Leben bis in die Ewigkeit dieser Jesus Christus zu folgen. Nummer zwei. Es ist ein Bild während der Taufe. Nummer zwei, bei Jesus finden wir ein Bild während der Taufe oder in die Taufe. Und auch danach, wenn Christian und Otto, die werden hier in Wasser kommen und die Täuflinge kommen und es werden Bilder gemacht während der Taufe. Das sind auch schöne Bilder. Aber wir finden hier ein Bild bei Jesus während der Taufe. Und ich habe gesagt, dieser Text ist ein sehr schöner Text, weil dieser Text zeigt uns auch diese Realität von der heiligen Dreieinigkeit Gottes. Aber dieser Text ist ein bisschen problematisch. Weil wir müssen uns die Frage stellen, warum in aller Welt lässt sich Jesus taufen? Wenn eine Person auf dieser Erde gelebt hat, der das nicht nötig gehabt hat, sich taufen zu lassen, das war Jesus. Gottes Sohn, absolut heilig. Emmanuel, Gott in Fleisch, der auf diese Erde gekommen ist. Gottes Lamm ohne Sünde. Gottes Lamm, der absolut vollkommen und perfekt war. Und er geht zu Jordan. Und wir haben gelesen, für was war die Taufe von Johannes? Wir haben gelesen, ich lese nochmal, schau mal, wie diese Taufe geschah. Vers 6, wir haben es gelesen. Sie wurden von ihm in Jordan getauft, als sie ihre Sünden bekannten. Es waren da Scharen von Menschen, die kommen zu Johannes in Jordan und anscheinend, das geschah so, sie wurden gefragt, sie haben ihre Sünden bekannt. Und dann wurden sie getauft. Heute können wir das nicht machen, allein wegen Datenschutz, dass wir die Leute hier fragen, ja, was hast du so auf dem Herz und was hast du so Negatives erlebt? Bekenne deine Sünden und wir taufen dich. Keine Angst, wir werden damit nicht heute anfangen. Wir haben das bis jetzt noch nicht gemacht. Aber das Problem der Sünde, ich denke, es wurde zwischen euch und Jesus erstmal geklärt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber schau mal, diese Taufe von Johannes war eine Taufe der Buße, der Umkehr. Die Menschen sind dahin gegangen und sie haben ihre Sünden bekannt. Und jetzt kommt Jesus.
Und ich möchte wirklich von ganzem Herzen, ich wünsche mir, ich bete, dass wir dieses Bild, diesen Punkt verstehen, was Jesus hier tut. Ich habe mir diese Woche dieses Bild vorgestellt. Es waren da Scharen von Menschen, die waren Sünder. Vielleicht so, die haben gewartet in einer Reihe. Da war ein Zöllner, ein Betrüger. Hinter ihm ein Dieb. Hinter ihm vielleicht eine Prostituierte. Hinter ihr vielleicht ein Lügner. Hinter ihr vielleicht wieder ein Sünder. Und Gottes Sohn, absolut heilig, er kommt und er schließt sich an in diese Reihe von Sünder. Was für ein Bild. Es waren da Scharen von Menschen, die von Johannes Botschaft angesprochen worden sind. Und sie sind gekommen, ihre Sünden zu bekennen. Und hier ist einer, der hat nichts zu bekennen gehabt. Absolut heilig und rein. Und er kommt in diese Reihe von Menschen, in diese Menge von Menschen. Wisst ihr, was Jesus tut, dieser Bild während der Taufe? In seiner Taufe, Jesus hat sich mit uns identifiziert. In dem Moment, wenn Jesus kommt zum Jordan, um getauft zu werden, in dem Moment, wenn Jesus auf diese Erde kommt und er geht dort zu Johannes, zu Jordan, und er geht in diese Reihe von Sünden, Jesus, er zeigt, warum er gekommen ist. Jesus freiwillig, obwohl er ohne Sünde war, obwohl er heilig war, Jesus entscheidet sich, mit Sünde, mit uns zu identifizieren. Was für ein Retter. Halleluja. Er ist nicht distant geblieben, kalt geblieben im Himmel, sondern Gottes Sohn kommt auf diese Erde, sich mit jeder Sünde zu identifizieren. Und er kommt in diese Reihe von Sünden und er wartet, bis er dran ist. Und Johannes, als Johannes ihn sieht, Johannes, er möchte ihm sagen, nein, 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 es stimmt etwas nicht in diesem Bild, Jesus, weil du bist Gottes Sohn und ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und schau mal, was Jesus sagt. Jesus sagt zu ihm, lass es geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, kein Mensch auf dieser Erde war in der Lage, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Der Einzige, der Gottes Gerechtigkeit erfüllt hat, ist seinen Sohn Jesus Christus. Und er kam, um sich mit uns zu identifizieren. Und diese Tatsache hat ihm eines Tages so weit gebracht, in seiner Liebe und in seiner Gnade, er starb an unserer Stelle am Kreuz. Und ich möchte lesen, was Paulus so schön schreibt in 2. Korintherbrief, in Kapitel 5, in Vers 21. Er redet über Jesus und er sagt Folgendes. Schau mal, wie Gottes Sohn sich mit uns identifiziert hat, sogar mit unseren Sünden. Denn der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zu Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der keine Sünde kannte, er wurde für uns Sünde gemacht am Kreuz. Weil nach seiner Taufe, nachdem er auf dieser Erde noch lebt, freiwillig Jesus geht zum Kreuz und er stirbt stellvertretend für jede einzelne von uns. Er identifiziert uns am Kreuz und er nimmt unsere Sünden und die Sünde der ganzen Welt auf sich und er bezahlt mit seinem heiligen Blut für jede Sünde, die jemals auf dieser Erde getan worden ist, damit jeder Mensch, der sich entscheidet, die Möglichkeit hat, gerettet zu werden und frei zu werden in Jesus Christus. Halleluja. Das ist ein Bild während der Taufe. Und heute, und nicht nur heute, bei jeder Taufe, die Täuflinge, wenn sie sich taufen lassen, die identifizieren sich mit Jesus Christus. Ich möchte es nochmal sagen, in seiner Taufe, Jesus hat sich mit uns identifiziert. Heute bei jeder Taufe, die Täuflinge, die sich taufen lassen vom Herzen, die identifizieren sich mit Jesus Christus. Die identifizieren sich mit seiner Person. Die kommen hier in Wasser und die sagen vor allen Menschen,
und im Livestream und alle sollen hören. Die ganze Welt soll hören, ich habe mich entschieden, Jesus Christus zu folgen. Die Täuflinge identifizieren sich mit dem Herrn Jesus Christus, mit seiner Person. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und in die Taufe geschieht auch diese Aktion, dass man sagt vor alle Menschen, dass man sagt am nächsten Tag vielleicht in der Schule, bei der Arbeit, hey, gestern Sonntag habe ich so einen genialen Tag gehabt. Was hast du gemacht? Warst du bei einer Party? Nicht ganz. Was hast du gemacht? Hast du schön gegessen und gegrillt? Nicht ganz. Sondern gestern habe ich so einen genialen Tag gehabt vor vielen Menschen und im Livestream. Ich habe mich bekannt für Jesus Christus, mein König und mein Retter bis in die Ewigkeit. In die Taufe, Menschen identifizieren sich mit Jesus Christus, mit seinem Namen, mit seiner Person, mit seiner Botschaft, mit das Evangelium. Halleluja. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 6, ich werde jetzt nicht den ganzen Text lesen, aber Paulus sagt, in die Taufe ist dieser Bild. Und die Täuflinge bezeugen, wenn sie im Wasser gehen, die bezeugen, die sind zusammen mit Jesus gestorben. Gestorben, was die Sünde angeht. Gestorben, was ein Leben in der Welt angeht. Gestorben, was ein Leben ohne Gott angeht. Die Täuflinge bezeugen, ich identifiziere mich mit Jesu Tod. Und dann, wir haben gesehen, bei jeder Taufe, die Täuflinge werden rausgeholt. Wir lassen niemanden da unten im Wasser. Die Täuflinge werden rausgeholt. Und wenn sie rauskommen, die Botschaft ist, ich identifiziere mich mit Jesu Auferstehung. Und so wie Jesus gestorben ist, ich bin mit ihm gestorben, was dieser Welt angeht, was die Sünde angeht, was mein altes Leben angeht. Und wenn die Täuflinge vom Wasser rauskommen, deswegen wir singen als Gemeinde, deswegen wir feiern diesen Moment als Gemeinde, weil die Täuflinge identifizieren sich mit Jesu Auferstehung. Die sind auferstanden, um ein neues Leben zusammen mit Jesus Christus zu leben. Ein Bild vor die Taufe. Er kommt freiwillig. Ein Bild während der Taufe. Jesus identifiziert sich mit uns. Wir, wenn wir uns taufen lassen, wir identifizieren uns mit Jesus. Lass mich schnell ein drittes Bild erwähnen. Ein Bild, und natürlich, ihr wisst, was kommt, ein Bild nach der Taufe. Und da sind die Bilder, ich meine, die Haare sind nass und vielleicht man denkt, ja, ich habe keine Zeit gehabt, meine Frisur so richtig zu machen. Aber auch nach der Taufe werden Bilder gemacht. Ihr werdet bestimmt Geschenke empfangen, Blumen empfangen. Ich möchte nicht alles spoilern, aber ihr wisst, was so bei einer Taufe passiert. Und da werden auch Bilder gemacht nach der Taufe. Und wir haben hier ein Bild nach Jesu Taufe. Und kurz möchte ich erinnern, vier Realitäten, vier Sachen waren da, die in einer bestimmten Art und Weise auch für euch eine Realität sein sollen. Nachdem Jesus getauft worden ist, es geschehen hier vier Dinge. Nummer eins, ein offener Himmel. Nach seiner Taufe, Vers 16, und siehe, der Himmel wurde ihm aufgetan. Wir wünschen euch ein offener Himmel. Ein offener Himmel bedeutet, ich rede mit Gott, ich habe eine Beziehung mit Gott. Im Alten Testament immer, als Gott Gericht über eine Nation, vor allem über Israel, gebracht hat, der Himmel wurde geschlossen. Und das war immer ein schlechtes Zeichen, das war ein Zeichen von Gottes Gericht. Aber durch Jesus Christus, der Himmel wurde geöffnet. Und für jeder Kind Gottes, wir dürfen wissen, es gibt einen offenen Himmel über uns. Nummer zwei, die Gegenwart des Geistes. Der Heilige Geist kam über ihm. Und ich möchte euch sagen, dieses Leben mit Jesus könnt ihr nicht in eurer eigenen Kraft leben. Ihr braucht die Kraft des Geistes. Aber das Schöne ist, Gott hat uns versprochen, dass er uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist, dass wir nicht alleine sind. Wir haben den Tröster, wir haben den Herrn Jesus Christus, der mit uns ist, der an unserer Seite ist. Nummer drei, eine klare Identität. Schau mal, was hier geschieht. Vers 17.
und siehe, eine Stimme ergeht aus dem Himmel. Und diese Stimme ist so wichtig hier. Und übrigens in eurem Leben, auch nach der Taufe, in eurem Leben werden viele Stimmen da sein. Manchmal gute Stimmen. Manchmal Stimmen, die vielleicht euch helfen, aber manchmal werden auch Stimmen da sein, die euch entmutigen. Stimmen von Menschen, die vielleicht sagen werden, ach, ein Leben mit Jesus, das ist doch eine Verschwendung, was war bloß mit dir los? Auch die Stimme des Feindes. Aber bitte, hört immer auf die Stimme Gottes. Und schau mal, was diese Stimme sagt. Eine Stimme ergeht aus dem Himmel, die spricht, dieser ist mein geliebter Sohn und Tochter, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Stimme spricht über Identität. Diese Stimme sagt euch heute Nachmittag, du bist mein geliebter Sohn, sagt Gott. Du bist mein geliebter Tochter. Du gehörst dem Herrn. Es ist eine klare Identität. Und warum ist es so wichtig, dass wir diese klare Identität haben? Weil ein Kapitel danach, Kapitel 4, kommt jemand, der zu Jesus sagt, bist du wirklich Gottes Sohn? Ein Kapitel danach, einige Momente danach, kommt jemand, der zu Jesus sagt, oh, wenn du Gottes Sohn bist, warum bist du hier hungrig in dieser Wüste? Gebiete doch diese Steine, die sollen zum Brot werden, wenn du Gottes Sohn bist. Jesus musste nicht beweisen. Jesus wusste, weil er hat die Stimme davor gehört, der gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Und auch auf eurem Weg des Glaubens wird immer wieder jemand kommen, der sagen wird, wenn du eine Tochter Gottes bist, wenn du ein Sohn Gottes bist, dann. Und mit Zweifel wird dieser Feind immer versuchen, eure Identität anzugreifen. Aber eure Identität ist gegründet in Gottes Wort. Und ihr wisst, diese Stimme hat über mein Leben gesagt, ich gehöre ihm und ich bin eine Tochter und ein Sohn des Königs. Halleluja. Eine klare Identität. Und dann kommt noch etwas, das muss ich erwähnen. Es kommt die Versuchung. Diese Taufe von Jesus war so herrlich. Die Gegenwart Gottes war da. Der Heilige Geist kommt über ihm. Aber die Bibel sagt uns, was danach kommt in Kapitel 4. Jesus wird versucht. Und heute mag sein, es ist so ein schöner Tag für euch. Ihr werdet gratuliert. Die Familien freuen sich mit euch. Genießt diesen Tag. Aber was kommt morgen? Was kommt noch diese Woche? Weil die Taufe ist nicht ein Punkt, die Taufe ist eine Komma. Mit anderen Worten, es geht weiter. Es ist nicht so, dass ich mich taufen lasse und so, jetzt gehe ich in den Himmel. Jetzt. Nein, 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 ich habe mich taufen lassen, jetzt geht es erst los. Es werden Kämpfe kommen. Ihr habt einen auf eurer Rücken, wenn ihr wollt, eine Zielscheibe des Feindes, weil er wird versuchen, euch anzugreifen, euch zu zerstören. Aber die gute Nachricht ist, ihr habt Jesus an eurer Seite. Habt keine Angst. Selbst wenn die Versuchungen kommen, Jesus ist mit euch und der Heilige Geist ist mit euch. Drei Bilder von Jesu Taufe. Ein Bild vor die Taufe. Jesus kommt freiwillig. Und er kommt auch in Gehorsam. Es war Gottes Plan und es war Gottes Wille, dass er kommt. Er kommt auch in Gehorsam. Ein Bild während der Taufe. Er kommt in dieser Reihe von Sünden. Keiner hat gewusst, wer er ist, außer Johannes. Die Menschen haben gedacht, ja, er kommt jetzt, Jeschua aus Nazareth, Hauptstraße Nummer 10, keine Ahnung, wo er gewohnt hat. Jetzt kommt Jeschua aus Nazareth, er hat ausgesehen wie ein Jude, angezogen wie ein Jude. Er stellt sich da auch in dieser Reihe. Ah, vielleicht wurde er auch angesprochen von dieser wunderbaren Predigt von Johannes. Und Johannes fragt die Leute davor, was habt ihr getan? Warum möchtest du dich taufen lassen? Und die bekennen ihre Sünde und hier kommt jemand. Er hat nichts zu bekennen, weil er ist heilig, er ist vollkommen. Und Johannes möchte sagen, Jesus, was machst du? Warum kommst du hier in dieser Reihe mit diesen Menschen?
Er kommt, um die Gerechtigkeit Gottes an unserer Stelle zu erfüllen. Er kommt, um sich mit jedem Mensch zu identifizieren. Und wenn wir uns taufen lassen, ihr identifiziert euch mit Jesus. Ihr bezeugt heute, ich habe mich entschieden in jungen Jahren. Und wir freuen uns, natürlich wir freuen uns für jeden Mensch, der kommt. Wir freuen uns heute Nachmittag, so richtig Jugendliche zu haben, die sagen, ich habe mich entschieden, Jesus Christus als Herr und Retter über mein Leben zu bekennen. Ein Bild nach der Taufe. Es geht weiter mit Gottes Gegenwart, mit einem offenen Himmel. Wie wunderbar zu wissen, wir haben einen offenen Himmel. Nicht irgendwie ein offenes Büro, der uns ab und zu empfängt und wir können da hingehen. Ein offener Himmel über uns. Und wir können immer zu unserem Vater hingehen. Er hört unsere Gebete. Lasst uns gemeinsam aufstehen und die Sänger werden kommen. Ich möchte nur beten, kurz beten, bevor wir ein Lied singen. Und ich fand interessant, weil ich habe die Predigt vorbereitet, die Gedanken vorbereitet und dann sah ich, was die Jugendlichen für ein Lied vorbereitet haben. Ich weiß, wer ich bin. Und ich dachte, wie schön. Ich weiß, wer ich bin. Weil es passt so gut mit dieser Botschaft einer Stimme. Und diese Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und übrigens, Gott hat die völlige Wohlgehaben gehabt, nur an seinen Sohn Jesus Christus. Und er hat Wohlgehaben an uns, wenn wir in Jesus sind. Ich möchte, dass wir uns kurz Zeit nehmen. Ich möchte uns alle einladen, die Augen zuzumachen und in einer Atmosphäre des Gebets zu bleiben. Und ich möchte fragen, weil ich möchte explizit für die Personen beten, die heute noch diese Entscheidung treffen möchten. Ist jemand hier heute Nachmittag, der sagt, ich möchte mich mit Jesus Christus identifizieren? Ich habe verstanden, dass Jesus Christus sich mit mir identifiziert hat. Nicht nur in seiner Taufe, sondern vor allem am Kreuz. Ist jemand hier, der sagt heute Nachmittag, ich habe verstanden, Jesus Christus starb stellvertretend für meine Sünde. Für mich ist er gestorben am Kreuz. Und ich möchte mich ab heute mit Jesus Christus identifizieren in der Nachfolge. Ich möchte mit ihm leben, ich möchte mit ihm gehen, ich möchte ihn erkennen als König, als Herr über mein Leben. Während die Gemeinde mit geschlossenen Augen bleibt in einer Atmosphäre des Gebets, wenn das deine Entscheidung ist, wenn das auf dein Herz ist, ich möchte dich einladen, da wo du bist, deine Hand auszustrecken, weil ich möchte beten für jede Person hier in diesem Raum, der heute Nachmittag sagt, ab heute vor allem, ich möchte mich mit Jesus Christus identifizieren. Wenn du hier bist und das dein Gebet ist, wenn du hier bist und das dein Wunsch ist, bitte strecke deine Hand aus als Zeichen von deiner Entscheidung. Wenn du verstanden hast heute Nachmittag, Jesus hat sich mit dir identifiziert und du sagst heute Nachmittag, egal was kommen mag, egal was Menschen denken oder sagen, ich möchte mich mit dieser wunderbaren Herr identifizieren. Strecke deine Hand aus. Halleluja. Vater, Herr, ich bete heute Nachmittag, Herr, du siehst jedes Herz und ich bete für all diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben, Jesus. Vater, ich weiß und ich glaube, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dein Wort bringt Frucht her. Und ich bete, dass du Menschen noch rufst zur Errettung, dass du Menschen noch rufst, die bereit sind zu sagen, ich möchte mich mit Jesus Christus identifizieren, ich möchte dieser wunderbare Herr und Retter noch in dieser Zeit folgen. Vater, Herr, schenk du Gnade, Vater. Wir wissen nicht mehr, wie viel Zeit wir noch haben als Menschen auf dieser Erde. Wir wissen nicht mehr, wie lange diese Zeit der Gnade noch da ist. Aber ich bete, Herr, dass du Menschen noch rettest. Ich bete noch, Herr, auch in die kommende Woche, in die kommenden Tagen, Vater, dass neue Entscheidungen getroffen werden, Vater. Und dass Menschen sich entscheiden, mit dir zu gehen, Herr, dir zu gehören. Wir danken dir für unseren Herrn, der gekommen ist, um sich mit uns zu identifizieren, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Ich bete auch für die Teufel, Herr, dass sie in ihrem Leben wirklich weiterhin unter einem offenen Himmel leben, dass sie
die Kraft deines Geistes erfahren jeden Tag in ihrem Leben und dass sie wirklich auf deine Stimme hören, dass sie wissen, sie haben eine klare Identität und die gehören zu dir. Amen. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.